Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Nexus. Schön, dass ihr draußen wieder mit am Start seid und mit mir in die Oasis eincheckt. Schön, dass ihr, wie gesagt, dabei seid. Und wie immer auch ein großes Dankeschön an alle, die meine bisherige Reise mit einer kleinen Bewertung unterstützt haben. Freunde, wir sind hier stehen geblieben. Wir haben es in der letzten Folge geschafft. Wir haben hier den Dude aus dem Kerker befreit und er meinte gerade, ey, wir sollen uns noch mal mit einem Kollegen von ihm treffen. Machen wir doch direkt mal. Aber, ihr kennt das ja, optional und so. Wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Er da hinten, er wird das erste Opfer für die Folge. Wir machen den Frontalangriff. Hey, weißt du, wo es hier zum Hafen geht? Was ist? Hast du Angst zu kämpfen? Oh. Junge, Junge, Junge. Er will's wissen. Aber ihr kennt die Devise. Axt rein, happy sein. Und er macht auch die Beckenbodenübungen. Das machen die ja alle irgendwie. Ich weiß auch nicht. An der Animation sollten die echt mal arbeiten. Okay, ja, gucken wir uns mal ein bisschen um, denn ich will wissen, was es hier noch so alles zu entdecken gibt. Ach, guck mal, er will auch mitspielen. Ich, das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Komm schon. Ich und meine Axt. Wir klären das hier. Wie echte Männer. So, liegen bleiben. Also vom Setting her, ich kann es ja gleich mal zeigen, wenn ich hier hochkomme. Warte mal, kommen wir hier hoch? Ich versuch's mal. Ne, hier komme ich nicht hoch. Aber hier soll das klappen. So, pass mal auf. Hep. Oh. Jawohl, hier geht's. So. Das meine ich, okay. Setting der Stadt gefällt mir nämlich bis jetzt am besten. Sieht jetzt zwar nicht so geil aus, aber wartet mal ab, wenn wir gleich hinten am Kirchturm sind. Das ist eine ganz andere Nummer. Ach, guck mal, er da unten. Whip. Kollege! Ich muss hier loswerden. Nimm das! Zeig aus welchem Holz du geschnitzt bist. Echt daneben geschmissen. Bam. Scheiße, wo ist denn jetzt Adda? Hep. Ach, guck mal hier, so ein alter, so ein Knebel hier, wo die ganzen, hier kennt ihr so, Kopf rein, zack. Und dann wurdest du am Marktplatz ausgestellt, wenn du Mist gebaut hast. So, gucken wir uns mal hier um, weil Scanner, wir wollen ja nichts auslassen. Ach, guck mal da oben, da haben wir schon einen kleinen Schatz, den holen wir uns nochmal schnell. Hep. Dieses Konstrukt bietet dir eine Fernkampfherausforderung. Aktiviere es, um dich auf die Probe zu stellen und zu verbessern. Machen wir. Fernkampfaufgabe for the win. Warte mal kurz, mich selbst kalibrieren. Wo stehe ich? So. Alright. Auch hier mit dem Bogen feiere ich richtig, Leute. Auf geht's. Jawohl. Yes. Und? Oh, verdammt. Jawohl. Geil, Mann. Herausforderung beendet. 2 von 2. Nice. Okay, hier werden wir wahrscheinlich nicht hochkommen, oder? Geht das? Nee. Das hätte mich jetzt auch echt gewundert. Warte mal, kommen wir denn hier lang? Ja, sieht nicht so aus. Oder? Da unten? Doch. Hier geht's lang. Cool. Okay, drehen wir so eine Ehrenrunde, dann kommen wir gleich eher am Hafen raus. Genau, da vorne ist die City, da will ich mit euch hin. Okay, hier gibt's nichts. Und eine Buddel voll rum. Oh Gott, die kriegen wir gar nicht gegrabt, weil die so groß ist. Und hep. Jawohl. Ah, Moment, was haben wir hier? Komm zu Daddy. Historische Konstrukte, der Einfluss der britischen Krone. Die Beziehungen zwischen den zukünftigen Amerikanern und den Briten war komplex. Für eine lange Zeit waren die Unterstützung Englands notwendig, um in den Kolonien zu überleben. Gleichzeitig war die britische Krone weit weg und ihr Einfluss war zu gering, um Unmut zu erregen. Alles klar. Die britische Krone. Wisst ihr Bescheid? Ach, guck mal, da hinten ist auch noch was los. Da checken wir auch mal ab. Kurz mal den Scanner drüber jagen. Genau, triff dich mit Achilles. Das ist die Hauptquest. Machen wir, wie gesagt, auch. Aber ich will ein bisschen erkunden. Ich darf mich nicht blicken lassen.
Genau, auch ziemlich nice, wem es noch nicht aufgefallen ist. Wir haben einfach hier die Stimme von Captain America, Freunde. Chris Evans, ich sag's euch, zu nice. Okay, warte mal, komm mal. Nee, nee, nee. Hier? Na komm schon, Kollege, ernsthaft. Ich wollte gerade sagen, komme ich hier nicht hoch oder was? Oh, anscheinend nicht. Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich! Liegen bleiben! Aus nächster Nähe! Ich muss sie loswerden. Wie loswerden? Können wir die. Ey, geil! Leute! Wir können die entsorgen! Oh, warte mal! Warte mal, komm mal her! Auf die Schulter! Guckt euch das an! Jetzt schmeißen wir den hier ins Wasser. Boah, wir sind mal ganz schön langsam mit dem Dude unterwegs auf der Schulter. Aber dass das klappt, ist schon verrückt. Geil, pass mal auf jetzt. Und hepp. Eine, ach komm schon. Los jetzt. Eine Runde Fischfutter. Entsorgt, geil. Cool, dass das echt geht. Komm her, Junge. Oh Gott. Was hast du denn gegessen? Digga, du bist ja... Na okay, er will einfach nicht. Er ist zu schwer für uns. Ein Snack to go. Oh, ne. Ah, guck mal, da unten ist schon der nächste. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, Freunde. Und Abfahrt. Boah, sauberer Headshot, nice. Was ist denn mit denen da hinten? Kriegen wir die auch? Oh, das könnte knapp werden. Oh, komm schon, der hätte eigentlich sitzen müssen. Was geht hier vor? Komm, nehmen wir ihn. Boom, der hat sogar gesessen, Baby. Yes. Oh, wie geil. Und er auch. Der Meisterassassine, ich sag's euch. So, jetzt nehmen wir natürlich den Fall wieder mit. Okay, das ist schon fett, Freunde, ehrlich. Wie gesagt, ist ein Standalone-Game, darf man nicht vergessen. Das ist echt krass. Nur mit der Brille, ohne Kabel, ohne Computer, ohne alles. Und es funktioniert richtig gut. So, wo ist denn der... Hier war doch noch einer. Wo ist er denn hin? Wo ist er hin? Ich hätte gerne meinen Fall wieder mitgenommen. Okay, er ist weg. Können wir hier hoch? Also ja, wir können da hoch. Aber, ach guck mal, da hinten ist noch ein Schatz, Moment. Wow, der macht hier Sprünge, der Kollege, Wahnsinn. Ach so, das sind die Wurfmesser, die sind voll. Yes! Okay, könnte denn da oben was sein? Komm, wir gehen einmal gucken. Wir gehen einmal oben gucken. Hep. Nice! Ich sag ja, ist nicht unbedingt was für Leute mit Höhenangst. Ich persönlich habe da keine Probleme. Zumindest nicht hier in dem Spiel. In echt würde ich hier wahrscheinlich nicht so easy hochklettern. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber guck mal, wie geil das geht. Alright. Oh, guckt euch den Ausblick an, das meine ich. Sieht das nicht nice aus? Thumbnail lässt grüßen, Freunde. Oh, so fett. So geil. So sollte das passen. Ich meine, zieht euch, also der Ausblick ist echt der Hammer, oder? Es ist richtig gut. Catwalk. So, jetzt will ich aber wissen, kommen wir da hoch? Ja, das geht. Okay. Okay, das wird jetzt hier wieder so ein bisschen tricky. Warte mal, Vorsicht, Konzentration. Über Kopf. Ja, und hoch. Nice. Okay, jetzt gehen wir... Oh Gott, oh, guck mal, wie hoch das ist. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Okay, jetzt will ich es aber auch wissen. Jetzt will ich nach ganz oben. Jetzt will ich nach ganz oben. Oh no. Schnell. Okay, geil. Wir kommen noch höher. Oh Gott, Freunde. Oh Gott. Oh mein Gott. Jesus! Wow! Pass mal auf jetzt! Hä? Wow!
müssen, wa? Geil, ey. Turmspringen mit Parsival, wisst ihr Bescheid? Oh. Komm, wir können auch tauchen. Oh, scheiße, Moment. So, Vorsicht. Immer auf die Einrichtung aufpassen. Und hier raus. Okay, da ist direkt der Nächste. Gute Nacht. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich den Pfeil holen, okay? Boah! Okay, da sind wir straight reingegangen. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, so ein alter Kutschwagen. Verfolgt, das ist nicht gut. Wie? Wir werden verfolgt? Wo denn? Wir haben doch alle weggemeuchelt. Hier verfolgt uns gar keiner mehr. Oh, es ist so gut. Es funktioniert so nice einfach. Ich meine unter uns, ne? Es gab ein paar Momente, da hatte ich Probleme mit dem Parcours und mit dem Grappen von Kanten. Das wollte nicht immer zu 100% klappen. Aber mittlerweile, ich meine, ihr seht es ja selber, ganz flüssig. Aber man muss halt echt auch wissen, wie, ne? Also du musst die Kanten richtig grappen, die Waffen richtig einsetzen. Wo ist der Pfeil? Oh Gott, gib mir mal den Pfeil wieder. Dann geht das. Ihr habt nichts gesehen, Freunde. Weitermachen. Ach, guck mal, er rennt schon weg. Nein, wir wollen dir nicht helfen. Wir haben keine Zeit. Okay, dann gehen wir einmal hier rüber. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Kaugummi unter deinen Schuhen. Ich bin Darkwing Duck. Okay, warte mal, wir müssen hier hin. Noch hat es keiner gesehen. Kann das sein? Ist das wahr, Connor? Hallo, alter Mann. Lang ist's her. In der Tat. Und du warst fleißig. Aber nicht mehr als du. Ich sprach heute mit Zedok Perry. Er ist in großer Sorge um einen gewissen Jonathan Ferguson. Süße Perlenkette, by the way. Ferguson wird bald gehängt, vermutlich. Aber auch er hat eine geile Synchro. Arbeiten Tag und Nacht an der Entschlüsselung der Nachrichten. Briefe an die Anführer der Patrioten. Warum unternehmen wir nichts dagegen? Und genau, warum unternehmen die nichts? Haus einbrechen, wo die Schreiben hinter Schloss und Riegel liegen? Ja, jetzt wo du es sagst. Jetzt wo du es sagst. Wenn du es so ausdrückst, klingt das ganz einfach. Soll ich auch Aiden Galway ausschalten, wenn ich schon dabei bin? Was ist da hinten los? Ach, guck mal, die zwei, die hängen da auch es schon. Nicht schaden. Mit Körpereinsatz. Zu mir. Ohne Verfolger. Das ist recht viel verlangt. Aber ich stehe in deiner Schuld. Also werde ich es tun. Ach, die machen, glaube ich, Armdrücken da hinten. Alles klar, wir haben eine neue Mission. Wir müssen irgendwelche Schriftrollen klauen. Kriegen wir hin. Aber warum stehen wir in seiner Schuld? Was war da los? Triff dich mit Achilles. Ziel abgeschlossen. So. Kümmere dich um Galway und was? Mehrere Ziele erhalten. So. Einmal neu kalibrieren. Zack. Einmal in den Adlermodus. Dann zeig. Das meine ich, Freunde. Zieht euch das mal rein. Wie crazy ist das bitte? Dieser Overview ist einfach zu nice. Okay, da hinten ist noch ein Fragment. Und da müssen wir hin. Und da oben auf die Turmspitze müssen wir auch noch. Ey, Freunde, das machen wir doch direkt, oder? Und da ist auch noch ein Fragment, sehe ich gerade. Ich sage, es gibt jede Menge zu tun. Okay, komm. Erstmal ab zur Mission, zurück wieder ins Game. Moment. Und dann will ich auf die Kirchturmspitze. So, wo kommen wir hier am schnellsten nach oben? Hier lang. Oder? Ne, hier lang wahrscheinlich. Hep, hep. Ich bin hier nicht erwünscht. Ja, immer mit der Ruhe. Ist mir egal, ob wir hier erwünscht sind oder nicht. Oh nein, nicht so schnell. Moment. Okay, da hinten müssen wir hin. Nee, wir müssen da hoch. Ich weiß, ich weiß. Hep! Hat keiner gesehen. Wer redet denn da?
Okay, ihn haben wir Stealthy weggeholt. Komm mal her. Komm mal her, wir verstecken ihn im Gebüsch. Komm mal mit. Ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. So, entsorgt. Damit dich auch keiner findet hier. Ach geil, guck mal, er ist auch echt weg so. Man sieht ihn nicht mehr. Okay. Oh, Moment. Was? Hab ich keinen... Ruhe! Pass mal auf jetzt hier. Scheiße! Hatte ich mir ein bisschen cooler vorgestellt, aber gut. Dafür haben wir den Schlüssel bekommen. Erster am Schlüssel, erster am Easter Egg, Freunde. Holen wir uns Hallidays Schatz. Okay, wo müssen wir jetzt denn da oben hin? Nice. Okay. Da irgendwie müssen wir darüber. Alles voller Wachen hier. Wie kommen wir auf die Kirche? Ah, das Fenster vielleicht. Nice. Ein paar neue Pfeile. Oh, Moment. Also das klappt echt gut, das Aiming mit den Pfeilen. Will man gar nicht meinen. So, und hepp. Oh Gott. Oh Gott, leben wir noch? Ja, wir leben noch. Ah, hier kommt man hoch, alles klar. Schnell ins Fenster rein. Also ich sag ja bis jetzt, Connor... Die Depeschen, von denen Achilles sprach, sollten hier sein. Beste Level bisher. Cassandra war auch cool in Athen. Ezio fand ich jetzt nicht so geil, ehrlicherweise. Aber vielleicht sehen wir die ja alle nochmal wieder. Ich weiß nicht. Ich weiß generell nicht, wie lange das Game geht. Bis jetzt habe ich so, ich würde sagen, 3 Stunden. Ezio anderthalb. Anderthalb mit Cassandra. Wenn das hier auch anderthalb sind, dann dürfte das auch gar nicht mehr so lange gehen, ehrlicherweise. Zack, Stealthy weggeholt. Aber ich lasse mich mal überraschen. Wer weiß. Ach, guck mal, der nächste Schlüssel. Der Kristallschlüssel. Guck mal, wir schon Schlüssel gesammelt haben da oben. Jetzt haben wir alle 3 Tore. Alle 3 Tore können wir öffnen. Oh Gott. Nein, hast du nicht. Nichts gesehen, Kollege. Oh Gott, jetzt schießen sie schon auf uns. Schnell hier rüber. Worum geht es denn? Okay, jetzt kommen wir, holen sie alle ganz schnell hier weg. Ich habe eine Leiche gefunden. Und Abfahrt! Oh Gott, jetzt haben wir richtig Alarm ausgelöst. Na los, fertig! Jetzt zeig mal, was du kannst. Oh Gott! Komm mal hier rüber, komm mal hier rüber. Oh Gott! Bam und Finishing! Oh nein! Ey Leute, die Axt macht richtig spitz! Oh Gott. Bleib einfach da. Okay, Wurfmesser for the win. Und Abfahrt. Oh, er ist in Deckung gegangen. Du musst hier drüben. Respekt. Du musst dir ein bisschen mehr Mühe geben. Panik. Warte mal, wo ist das Messer hin? Ich will mein Wurfmesser zurück. Okay. Boah, wie wir hier schon direkt gewütet haben. Jemand wurde getötet. Und jetzt du. Oh, wo ist er? Da ist er. Zielen. Oh, nix zielen, Feuer. Ja. Oh nein! Boah, Bildschirmrand, Deep Red, Freunde. Ihr seht ja selber. Bisschen stressig gerade, aber dafür alle weggeholt. So, Moment. Ich habe hier eben irgendwas gesehen. Hier war eine Schublade. Boah, ich sehe schon fast gar nichts mehr, weil wir so krass Schaden genommen haben. Aber collectible. Okay, warte mal, wir haben 3 Schlüssel. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Müssen wir die auch zum Einsatz bringen können. Oh, was ist das? Was ist das denn? Hä? Belauschen? Was ist los mit der Kiste hier? Hm.
Aha. Schlüssel Nummer 1. Sieht vielversprechend aus. Fergusons Briefe könnten Oha. Sein. Alles klar, Freunde. Die Kombination muss hier irgendwo sein. Okay, eins am anderen. So, geheime Kodierungsmethoden. Zu Kriegszeiten nehmen Informationen eine Schlüsselstellung ein. Ganz besonders, wenn die Konturen der beiden Seiten so unscharf sind, wie zur Zeit der amerikanischen Revolution, ja. Okay, hier ist nichts drin. Komm, wir gucken uns den Safe einmal kurz an. Irgendein Zahlencode. Okay. Gut, wo könnte hier der Zahlencode sein? Nope. Warte mal, irgendwas auf der Kiste vielleicht? Das ist schon die zweite Kiste, die wir so aufheben können. Das kann doch kein Zufall sein. Hier muss es etwas geben, das nützlich ist. Ja, nur was? Aha. Falls Zugang zum Tresor nötig ist, befindet sich die Kombination auf Major Rawls Schwert. Oh. Zeichnet Lieutenant James Mayer. Alles klar, wir müssen dir, ein Schwert finden. Das Schwert vom Major, um genau zu sein. Jetzt haben wir natürlich alle Moment, hier. Ach, okay, das ist natürlich dann einfach, oder? Ein Regimentssäbel mit der Nummer des Regiments. 105. Rawls Regimentssäbel. Er scheint besonders stolz auf ihn zu sein. Ja, okay, wenn das jetzt der Pin ist, dann war das nicht besonders schwer. Aber das Schwert, der Säbel ist cool. Den würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Wobei, die Axt ist schon nice. Die macht echt Bock. Also. Eine einstellige Zahl. 0. Nein. 5. Okay, das war echt einfach. Guckt euch mal diese Safe-Tür an, Freunde. Oder hier ein schönes Bild. So, einmal hier. Ich habe die Depeschen, aber Galway lebt noch. Was hat es mit diesen Kisten auf sich? Warum zum Teufel? Keine Ahnung. Safe wieder zu. So. Alright, okay, dann müssen wir verlasse das Rathaus. Das war's schon. Das war dann aber echt easy. Okay, komm, dann riskieren wir nochmal einen Blick. Was soll das denn sein? Was soll das? Genau, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Warum stehst du hier so blöd in der Gegend rum? Du sollst patrouillieren und aufpassen, dass keiner die Schätze klaut. Okay, da geht's raus. Schon wieder so eine ominöse Kiste. Ah, Moment, da vorne ist noch ein Schatz, den wollte ich mir nochmal angucken. Ah, guck mal hier. Wir haben ja die ganzen Schlüssel gefunden. Aha, Collectible. Give it to me. 3 von 5, okay, wir werden besser. Wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, dass sie nämlich tatsächlich gar nicht so einfach zu finden sind. Ich habe sehr, sehr viele übersehen, leider sogar, obwohl ich versuche, die Augen offen zu halten, so gut es geht. Okay, warte mal, wir gehen nochmal hier gucken. Okay, da baut sich das Level nochmal schnell auf. Ich höre ja auch irgendwas die ganze Zeit noch. Okay. Ah, nice. Köcher nehme ich mit. Okay, da sind... Ah, hier ist noch was. Oder auch nicht. Ja, Freunde, über Wanddeko kann man streiten. Das war gar nicht mein Geschmack. Okay, was haben wir hier? Auch nix. Okay, dann zeigt er wahrscheinlich nur so optionale Dinge an, wo vielleicht was
vom Spiel generiert werden kann, je nachdem, wenn wir zu viele Messer schmeißen oder, wisst ihr, was ich meine? Dass dann hier so nochmal ein paar Gegenstände spawnen. Yes, das müsste dann die 4 von 5 sein. Komm, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Aber die Frage ist, ob der überhaupt hier im Rathaus sein. Also der muss ja nicht unbedingt hier sein. Oh, eine ziemlich große Hütte, ne? Ah ne, da geht's wieder raus. Und da oben sind wir hergekommen. Ah, Moment. Ach, die Tür müssen wir knacken. Ach, schon wieder dieser Fehler mit dem Türschloss. Scheiße, Freunde. Zieht euch das mal rein hier. Guck mal. Ich greife danach, aber er bricht die Animation ab. Das Problem hatte ich mit Cassandra auch schon. Richtig ärgerlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich kann nicht vernünftig das Schloss knacken. Das hat, glaube ich, irgendwas mit dem Tracking der Kamera zu tun. Oh Gott. Scheiße, warte mal, wir waren doch gerade schon da. Das meine ich. Das Kameratracking muss genau stimmen. Aber er will nicht. Das ist echt ärgerlich. Mist. Nee. Wie gesagt, das hatte ich mit Cassandra auch schon. Da bin ich heilfroh, dass das überhaupt geklappt hat nachher. Sonst hätte man nämlich gar nicht das Spiel weiterspielen können tatsächlich. Okay, dann einmal hier hoch. Okay, nice. Einfach mal hier so. Oh Gott, was ist das denn? Junge! Okay, aber hier muss doch noch irgendwas versteckt sein. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Als ob nichts hier oben zu finden ist. Sieht aber nicht so aus. Ach so, hier können wir dann wenigstens... Ja, hier hätten wir als Assassine dann... Ah ne, das sind nur Köcherpfeile, die brauchen wir nicht. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir uns auf. Nach draußen. Ach ne, da geht's nach oben. Ach, Moment! Stimmt, fällt mir gerade ein. Vielleicht kommen wir hier auf den Kirchturm. Vielleicht kommen wir hier nach oben. Oh Gott, wie soll ich denn da... Ich kann es mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das klappt. So. Und hepp. Oh, das geht sogar. Geil. Okay, ich nehme alles zurück. Nice. Cool. Intuitiv. Da gab es kein Tutorial dazu, wie das geht. Alles klar, wir sind... Okay, wir sind am Dach. Nice. Ey, komm, dann geht es jetzt aber auch nach oben hier. Komm schon. Oh Gott, nein, nein! Oh, scheiße! Freunde, nichts passiert. Ich mache das tagtäglich. Alles gut. Aber Mist, wir waren doch schon so nah dran. Oh no, Freunde. Okay, warte mal. Ich glaube, nee, nie im Leben. Oder? Moment. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Nee. Oh Mann, Freunde. Scheiße. Euch wird gefallen, was ihr seht. Ihr wollt das Beste in den Kolonien? Dann wendet euch an mich. Willkommen. Komm schon, ich will da jetzt hoch. Hier bleibe ich besser unbemerkt. Irgendwie will er nicht. Nee, Freunde, oder? Doch. Boah, ich sag ja... Oh, komm schon. Warum sehe ich mich nicht mal um? Tracking ist manchmal nicht so, wie ich das gerne hätte. Okay, gut, haben wir geschafft. So, jetzt aber. Hä? Ich hätte was Besseres machen können. Oh, komm schon, hoch. Hoch! Was machst du denn? Komm schon, die Leute schauen zu. Das müssen wir jetzt hier schaffen. Irgendwie... Oh, das gibt's nicht, ehrlich.
Guckt euch das an. Ich komme nicht hoch. So, jetzt. Oh Gott, jetzt komm, komm, komm. Nee, 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 nee. Komm hoch, hoch. Ich will da hoch. Oh Mann, Freunde. Ey, warum zur Hölle? Los! Okay, warte mal. Konzentration. Wo stehe ich? So, einmal mich selber kalibrieren. Ganz ruhig. Ich will da hoch. So. Ja. Okay. Jetzt hier. Jetzt hier und jetzt hier. Okay, das hat geklappt. Aber hier kommen wir nicht weiter. Geht das hier? Oha, Freunde, oha. Junge, Connor. Was für eine Maschine. Zieht's euch rein. Ich will mich gar nicht umgucken gerade. Warte mal, ich will erst hoch. Ich will erst hoch. Oh, yes. Oh Gott. Oh mein Gott. Jesus. Warte mal, komm schon da dran. Oh, no. Okay, wir haben es eingesammelt. Oha, Freunde. Oha. Oh Gott. Okay, warte mal, da vorne ist das Ding. Puh. Okay, kurz einmal Rundumblick. Wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir hin. Aber wir haben nur da unten den Heuballen, wo wir reinjumpen können. Okay, was soll's. Und Abfahrt! Woo! Normalerweise direkt Genickbruch, aber nicht mit mir. Geil. Komm, jetzt mal ein bisschen Parcours hier bis zum Ziel. Yes, yes. Und ab und hep und wuhu. Hier hoch. Sind Sie besonders wachsam? Nein, 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 ich will da hoch. Nein, oh Gott, wo sind wir? Okay, dann nicht. Ich gebe echt alles, aber manchmal wieder nicht. Okay, der Jump war zu weit. Alright, das sieht gut aus. Okay, ganz darüber. Kriegen wir hin. Yes! Du sagst es. Ach, guck mal, er hat Sand im Auge. Ah, was ist mit euch los hier? Aber ich brauche eine Ablenkung. Ja, das ist so ein Deal. Auch er wieder, seine Stimme kommt mir so bekannt vor, Freunde. Ne? Die Synchros hier sind der Hammer. Ja, wie denn? Ich habe Angst, dass ich euch jetzt absteche, wenn ich hier... Okay, warte mal. Ganz langsam, so. Oh, guck mal, mit ganz viel Gefühl. Oh Gott. Kurz die Axt in den Rücken hauen. So, jetzt hier, tu deine Pflicht und mach das Ablenkungsmanöver. Jetzt stopp ich dich. Na komm schon. Und ziehe. Oh Gott. Ich durchtrenne eure Fessel, wenn ihr die Wachen ablenkt. Komm. Wir befreien ihn alle, geil. Ich hab ihn. Holt, stell dich mir. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich und meine Axt, wir klären das. Na los, trau dich. Liegen bleiben. Yes. Oh, der schießt da hinten wieder. Warte mal, warte mal. Oh. Oh, guck mal, mit dem Bogen geschlagen. Ah, komm schon. Oh Gott, jetzt schießt er auch noch von hinten. Nein. Oh Gott, Freunde. Nix da. Ich brauche Verstärkung! Teils wieder fehlgeschlagen, okay, mies. Das müssen wir besser hinkriegen.
hier zu plaudern. Das war dann doch ein bisschen zu stressig gerade. Was ist das für ein Lärm? Du hast nichts zu sagen, nur endlos. So, Kollege. Wo kommt denn das Geräusch her? Halt, stell dich mir! Von mir kommt das! Und Finishing! Abfahrt! Ich durchtrenne eure Fesseln, wenn ihr die Wachen ablenkt. Natürlich! Vielen Dank! Ihr könnt auf uns zählen! Tu mir nicht! Vielen Dank! Aber? Ja, ich helfe euch doch! Beruhigt euch, Leute! So, warte mal, dann müssen wir die beiden aber auch befreien hier wieder. Was hat der Tumult zu bedeuten? Los! Und schlaf schön! Geil! Ich kann euch befreien. Sauber! Aber ich brauche eine Ablenkung. Das ist ein Problem, Sir. Das kriegen wir hin. Halt! Stell dich mir! Einfach aus nächster Nähe, ey. Gib mir den Fall, gib mir den Fall. Oh, sauber. So, dann hier hoch. Und hier hin. Na. Jawohl, hier will ich hin. Yes, und da geht er baden, guck mal. Oh no, wir sind genau in den Schuss gelaufen. Oh Jesus! Oh, zweite Chance-Protokoll. Lass mal sehen, was du kannst. Was auch immer das gerade war. Wo ist meine Axt? Meine Axt ist weg. Komm schon! Was ist los? Zielperson wurde verloren. Ach, Freunde, was ist... Bauerntrampel. Okay, gar nicht mal so einfach. Und Abfahrt. Was ist das für ein Lärm? Ich bin's. Boom! Junge. Ich durchtrenne eure Fesseln, wenn ihr die Waffen ablenkt. Richtigen Dank. Natürlich. Lass ab von ihr könnt auf uns zählen. Ich kann euch befreien. Aber ich muss keine. Bam, Ablenkung. Baby. Yes. I love it. Kein Problem, Sir. Boah, wie wir sie alle wegholen, ne? Wahnsinn. Oh nein, wohin, wohin? Oh, haben wir ihn, haben wir ihn? Ich sehe nichts mehr. Jawohl, wir haben ihn. Boah, wir sind schon wieder fast down, Freunde. Okay. Wir holen sie jetzt, pass mal auf, erstmal ihn da hinten. Und gute Nacht. Sauber, der hat gesessen. Okay, das passt soweit. Noch hat uns keiner gesehen. Oh no, jetzt aber. Jemand wurde hier ermordet! Du bist erledigt! Oh shit! Du bist tot! Da hinten ist die Zielperson, er will weg! Kollege, nächster, du bleibst schön hier! Ja, komm her! Ich zahle gut! Okay, ihn haben wir erwischt. Achilles wartet sich ja schon. Ich muss sie abschütteln. Abschütteln kann ich. Was? Was ist los? Was passiert? Zweite Chance-Protokoll. Okay, geil. Wir können weitermachen. Wir müssen, wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir hin. Schnell weg und hä? Wir machen uns hier direkt aus dem Staub, Freunde. Yes! So, wo müssen wir hin? Dahin. Schnell zurück zu Achilles. Frohe Kunde überbringen. Er wollte ja die Papiere aus dem Rathaus, die haben wir ihm besorgt.
Connor. Yo, Dude, was geht? Hast du die Nachrichten besorgt? Ja, hab ich. Nimm. Nimm. Hm. Nimm. Ja? Nimm doch. Was ist denn los mit dir? Nimm sie. Wo sind sie? Ja, hier. Junge, mach die Augen auf. Hat's geklappt? Okay, ich glaube, es hat geklappt. Ich kann nicht riskieren, mit einer Waffe gesehen zu werden. Dann bleibt mir nur die versteckte Klinge. Hä? Haben wir jetzt... Warte mal. Ah, okay, alles klar, wir sind doch richtig. Alle werden überprüft. Oh, du Gott. Kannst in einer Menschenmenge untertauchen, um unentdeckt zu bleiben. Geil! Vermeide dabei verdächtige Aktionen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, was ist da? Kopf runter? So. Lass dich nie wieder blicken! Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht! Okay, warte mal. Ich kann nicht riskieren, mit einer Waffe gesehen zu werden. Dann bleibt mir nur die versteckte Klinge. Du kannst in einer Menschenmenge untertauchen, um unentdeckt zu bleiben. Nicht bewegen. Vermeide dabei verdächtige Aktionen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Nicht bewegen. Boah, das wird so ein richtiger Stealth-Meuschelmord, Jungs und Mädels. Ich sag's euch. Pass mal auf jetzt hier. Für mich geht es nur um Laura, nicht um seine Wachen. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Alles gut. Rawls Wachen dürfen mich nicht sehen. Sonst wird Ferguson sofort gehängt. Okay, okay, okay. Wir müssen ihn retten, bevor er gehängt wird. Schnell hier rüber. Warte mal, ich will das noch haben. Ich muss noch schnell mitnehmen. Okay, öffentliche Hinrichtung. Der öffentlich, Der öffentlich zur Schau gestellte Tod durch den Strang war zu Kolonialzeiten gängige Praxis. Ja, das wissen wir mittlerweile alle. Okay, jetzt rennt so ein bisschen die Zeit weg, glaube ich. Oh Gott, wie kommen wir denn jetzt an ihn ran? Shit. Genau, er geht schon, sehr gut. Der muss sich auch noch verpissen nach vorne. Komm schon, Junge, mach dich aus dem Staub. Ich muss nach vorne. Zu handeln. Wie denn? Lasst das, euch allen. So, was soll ich denn? Und den Vertretern der Krone Folge zu leisten. Okay, was ist mit ihm los? Einfach Glitch da oben, hängt in der Luft. Und? Es gibt keinerlei Eingriffe. Angriff! Vorhaben, aber Hochverrat an der Krone. Hat er gar nicht gemerkt? Okay, hat das geklappt? War das richtig? Yes! Okay, auf einmal geht hier der Punk ab, Freunde. Oh, oh Gott. Alles klar, alles klar. Wo ist mein Messer? Ich habe keine Waffen mehr, okay. Entkomme. Schnell weg, Freunde, schnell weg. Komm, wir nehmen den Weg. Oh nein, nehmen wir nicht. Wir gehen hier lang. Hier hoch, habe ich gesagt. Los! Oh Gott! Schnell hier raus. Okay, wir sind draußen. Wir haben es doch geschafft, oder? Ja, wir sind draußen. Rawls Männer werden auf Blut aus sein. Ich darf sie nicht zu Achilles führen. Schnell weg, Freunde, schnell weg. Geil. Und hepp. Geil, Mann. Okay, das hat gut geklappt. Besser als gedacht, ehrlicherweise. Wow! Und der Sprung ins Wasser! Oder auch nicht, oder doch? Boah, da haben wir uns aber mal schnell aus dem Staub gemacht. Yo! Haha, geil! Also ist Roll tot und Ferguson ist frei. Das war ein produktiver Morgen.
Du solltest stolz auf dich sein. Und dich wieder bereit machen. Ich bin sowas von ready. Aktiviert? Dann wird es viel leichter, das nächste Fragment zu finden. Okay, jetzt. Wow. Jawohl, Erinnerung abgeschlossen. Major Rawley getötet. Söhne der Freiheit gerettet. Oh, scheiße, guck mal da, schon wieder jede Menge Collectibles. Neue Verbesserungen erhalten. Erhöhte Wurfmesserkapazität. Nice, aber schade. Wir haben, guck mal, was wir alles schon wieder nicht gefunden haben. Goldene Konstrukte, silberne, Platin nur 1. Beziehungsweise silberne haben wir gefunden. Aber historische auch nur 4 von 7 und Risskonstrukte. Ja, das meine ich, ne? Man übersieht die schnell. Krass. Aber bisher, ganz ehrlich, bester Abschnitt. Mit Connor hat am meisten Bock gemacht bis jetzt. Die Stadt gibt natürlich auch viel her, so parkourmäßig, was man da machen kann. So, ist das wieder Ezio? Nee, das ist immer noch Connor. Alles klar, Freunde, nächste Level steht an. Belagerung von Boston, bei Nacht anscheinend. Machen wir auch, aber in der nächsten Folge. Wie immer an der Stelle, Bewertung nicht vergessen, denn gönnt ihr mir und Connor, gönnen wir euch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, und tschüss!